Hallo Freunde, welcome back to my YouTube Channel. Meine Begrüßung wie sonst auch immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal ein bisschen um was anderes. Normalerweise, ja oder naja, obwohl hat schon auch was ein bisschen mit meinen aktuellen Themen hier, die ich immer am Start habe, zu tun. Aber es ist auch ein bisschen Private Stuff mit dabei. Das feiert ihr ja schon immer sehr. Das merke ich immer, wenn ich private Blogposts schreibe. Ihr seid immer sehr neugierig, aber was auch gut ist. Denn ihr seht ja sehr viel von mir online. Ihr seht zwar immer, sage ich immer, so schön so 2% von meinem Privatleben. Der Rest bleibt bei mir. Aber ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass ich euch immer mitnehmen kann. Und ihr wart ja auch das ganze Jahr über eigentlich mit dabei. Das ganze Jahr 2020, dieses verflixte Jahr 2020. Darum soll es jetzt auch gehen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich mache einen kleinen Jahresrückblick 2020, denn ich glaube, 2020 war für uns alle irgendwie ein Jahr voller Höhen, Tiefen, Ups, Downs, Stresslevel, überall ganz eine wilde Stresskurve. Bei mir war das zumindest so. Also ich hatte wirklich krasse Momente 2020, sehr gute, sehr schöne Momente. Ich habe ganz viel im Jahr 2020 über mich gelernt. Ich habe mich besser kennengelernt. Ja, also ich komme dazu gleich mal noch, aber 2020 war auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig krasses Jahr. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie, klar, also es ist sehr viel Negatives passiert auf der Welt, aber ich muss sagen, ich habe das Ganze auch irgendwie ein bisschen positiv gesehen, weil gerade so in meiner Branche weiß ich halt, die Leute sind alle so viel unterwegs oder generell, ich finde, alle Leute sind eigentlich immer sehr, sehr viel unterwegs am Reisen, am Rumfahren, am hier, da, Stress im Job, alles Mögliche und nie kommt man irgendwie so richtig zur Ruhe, finde ich. Also bei mir ist es zumindest so, ich kann irgendwie nie so richtig abschalten, ich bin immer on Tour, ich bin immer am Machen und Tun und habe dieses Jahr echt sehr, sehr, sehr viel dazu gelernt, muss ich sagen, aber dazu komme ich später noch. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich nicht wieder so ein ganz random Video hier mache. Das kann ich zwar sehr gut, richtig random und viel reden, aber das soll jetzt nicht Sinn der Sache sein. Ja, also es geht so ein bisschen um dieses Jahr 2020, das einfach so viele Ups und Downs hatte und gefühlt so eine Stresskurve. Und darum soll es auch heute ein bisschen gehen, denn das Video ist in Zusammenarbeit mit Fitbit entstanden. Fitbit war ja 2020 auch mein Sponsor, worüber ich super happy war. Also ihr wisst es mittlerweile, ich trage meine Fitbit Watch. Aktuell habe ich übrigens die neue Sense. Ich trage die wirklich immer, immer, immer und ich fühle mich eigentlich eher nackt, wenn ich meine Uhr nicht trage, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das Ganze bzw. diese Idee für dieses Video ist eben mit Fitbit zusammen entstanden. Denn Fitbit hat einen einzigartigen Jahresrückblick geschaffen, zusammen mit einem Komponisten in einer Stresssymphonie. Also, was kann man sich darunter vorstellen? Leute, wir durften das schon sehen, ein paar aus dem Fitbit-Team und ich sag's euch, also wir durften es im Vornherein schon sehen, bevor das sozusagen, ja, rauskommt, also das Video ist ganz fresh, wenn das Video rauskommt. und zwar könnt ihr euch darunter vorstellen, also das Ganze ist sozusagen wie ein Orchester, eben eine Symphonie. Ich muss kurz, der Komponist und Dirigent heißt Ben Palmer und der Produzent heißt Aston Rudy, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Aber Leute, ich habe dieses Video gesehen und ich habe maximale Gänsehaut bekommen. Also das Ganze ist sozusagen irgendwie ein Mix aus einem Orchester bzw. einer Symphonie und einem Jahresrückblick mit Bildern auch, also mit Videos. Und unten steht dann immer so dieser Text. Also ich habe das Endergebnis jetzt noch nicht gesehen, während ich dieses Video aufnehme, aber ich werde das am Ende des Videos einblenden und schaut euch das bitte alle an. Also ich habe schon eben diese Rohversion gesehen und ich habe so Gänsehaut bekommen, weil ich auch ganz vergessen habe, wie viel eigentlich dieses Jahr passiert ist. Also wirklich, das ist so heftig. Dieses Jahr ist auch an einem vorbeigezogen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und genau, also diese Symphonie, die ist anhand von Fitbit-Daten, also von Messdaten von unserer Fitbit, weil zum Beispiel die Sense eben auch das Stresslevel messen kann. Dazu erzähle ich euch gleich nochmal mehr. Anhand von Google Trends, also zum Beispiel, was die Leute gegoogelt haben in Stresssituationen, was mache ich, Hilfe bei Stress oder irgendwie sowas. Genau, und Stimmungsbildern und ich glaube auch, soweit ich weiß, Umfragen. Und genau, Stimmungsbildern in sozialen Medien und anhand dieser Daten hat Fitbit dann das Stresslevel der Menschen in Deutschland gemessen und anhand diesem Stresslevel ist dann eben auch die Symphonie erstanden.
entstanden. Und ich finde es so krass. Also die haben eben geschaut, was hat die Leute besonders gestresst, wann gab es mal Phasen der Entspannung. Das war ja eigentlich so Mitte des Jahres, bei mir übrigens auch. Genau, und anhand von dem, von dieser emotionalen Reise durch das Jahr 2020 hat Fitbit dann diese Stresssymphonie eben ja, ins Leben gerufen. Und also, wie gesagt, ich finde es super, super krass. Ich habe so eine Gänsehaut bekommen. Ich werde euch das Video eben ans Ende dieses Videos packen. Ich schreibe euch aber auch gleich hin, ab wie viele Minuten das dann beginnt. Falls ihr es nicht erwarten könnt, könnt ihr es euch auch jetzt direkt anschauen, bevor ich weiterrede. Natürlich schaltet ihr dann wieder zurück und schaut, was ich sonst noch so zu sagen habe. nee, aber ich finde es wirklich super krass. Also ich muss sagen, die Fitbit Sense habe ich jetzt, glaube ich, seit August oder September und teste die. Und also wirklich, ich kann mir gar kein Leben mehr ohne sie vorstellen. Sie ist der treueste Begleiter, den ich habe, denn sie ist jede Tages- und Nachtzeit an meinem Armgelenk. Ich ziehe die echt nur aus, wenn ich sie eigentlich lade. Ansonsten ist die immer am Start. Also ich schlafe auch mit dieser Uhr, denn ich messe jede Nacht auch meinen Schlaf damit, was sich natürlich auch immer auf das Stresslevel sozusagen auswirkt. Denn ihr könnt mit dieser Uhr einen EDA-Scan machen. Ich zeige euch das dann auch gleich jetzt nochmal so, dass ihr seht, wie das funktioniert. Man kann einen schnellen Scan machen, indem man einfach die Hand auflegt und dann misst die Uhr euer Stresslevel. Das Ganze funktioniert mit, also beziehungsweise ihr könnt es dann im Stressmanagement-Score, könnt ihr das dann auf der App eben nachsehen. Da könnt ihr auch jeden Tag messen und dann an jeden Tag anhand von diesem Score eben euer Stresslevel erkennen. Das Ganze geht dann einher mit eurer Herzfrequenz, mit eurem Schlaf, also mit eurem Schlafrhythmus. Das könnt ihr ja auch mit der Fitbit tracken, mache ich auch jede Nacht. Und mit dem Aktivitätsniveau, und somit könnt ihr dann eben den psychologischen, also den physischen und psychischen Stress eures Körpers so ein bisschen rauslesen. Ich finde es so, so spannend, weil ich wirklich oft Momente habe, in denen ich das Gefühl habe, boah, mich ballert es gleich um, was ist das? Und dann komme ich eigentlich erst darauf, okay, vielleicht solltest du einfach auch mal abschalten. Setz dich mal hin, meditiere eine Runde. Man kann mit der Fitbit auch Achtsamkeitsübungen machen, sogar eine Stunde lang, was ich richtig schön finde. Oder eben, ich mache auch oft Yoga mit meiner Fitbit. Ihr könnt dann auch so Atemübungen damit machen. Und ich finde es so krass, weil ich dadurch auch gelernt habe, so ein bisschen runterzukommen und halt auch wirklich auch mal ein bisschen, ja, ausgeglichener meinen Alltag eigentlich so zu gestalten. Also da komme ich eben auch gleich dazu, wie bin ich denn dieses Jahr mit Stress umgegangen, weil wie gesagt, dieses Jahr war ja echt krass, also angefangen ja wirklich auch mit Corona, bei mir gab es dann eben auch noch private Dinge, die mich sehr gestresst haben. Also erstmal mit dieser Sache mit Corona, ich bin wirklich im ersten Lockdown echt entspannt damit umgegangen, muss ich sagen. Also ich war eher diejenige, die irgendwie mein Umfeld so ein bisschen eigentlich beruhigt hat, weil ich viele Leute in meinem Umfeld hatte, die sind einfach gar nicht damit klargekommen. Und ich habe halt auch gesagt, hey Leute, versucht euch das nicht zu sehr an euch ranzulassen. Klar, es ist ein Thema, über das wir uns alle irgendwie erkundigen müssen und auch ja eine Ahnung haben müssen davon. Aber ich habe zum Beispiel aufgehört, jede Sekunde gefühlt meine Nachrichten zu checken, was es denn Neues gibt. Ich habe aufgehört, Negativität aus Social Media an mich ranzulassen. Ich habe Leute, die nur negative Sachen gepostet haben oder generell irgendwie nur Negativität an die Leute gebracht haben, einfach rausgelöscht, blockiert. Ich habe dieses Jahr angefangen, viel mehr wieder zu lesen, zu meditieren, ganz viel Yoga zu machen, weil mich das immer total runtergebracht hat. Ich habe die Achtsamkeitsübungen mit der Fitbit Sense gemacht und ja, einfach versucht irgendwie, mich selbst einfach wirklich runterzubringen von diesem Stresslevel. Ich merke zwar schon an gewissen Tagen, vor allem auch wenn ich nicht genug schlafe oder wenn ich mal wirklich stressigen, sehr, sehr stressigen Tag habe, dass mein Stresslevel-Management, was ich eben online, also in der App von Fitbit anschauen kann, schon sehr, sehr hoch ist. Aber dann versuche ich halt irgendwas zu machen, was mich einfach wieder runterbringt. Sei es einfach, dass ich wirklich mal mehr schlafe oder mit meinen Liebsten telefoniere, Zeit mit meinen Liebsten verbringe, was auch immer. Also zum Beispiel Sport ist für mich mittlerweile auch die beste Medizin und Therapie in einem. Also wenn es mir schlecht geht, also entweder mache ich dann wirklich eine Runde Sport oder Yoga und mir geht es danach wirklich sofort besser. Oder ich gehe eine Runde spazieren oder irgendwas. Und dann habe ich eben auch gelernt, dass man Dinge einfach viel bewusster wahrnehmen muss und einfach dankbar sein muss. Also wirklich sehr, sehr dankbar, weil man einfach sieht, wie schnell das Leben einfach auch vorbei sein kann. Das ist halt echt krass und ja, man muss halt irgendwie echt öfter mal in sich gehen und wirklich dankbar sein für die Familie. Das war nämlich halt auch ein Punkt, der ist mir schon sehr schwer gefallen, weil ich bin absoluter Familienmensch und es war natürlich schon hart, in dieser Zeit auch nicht bei meiner Familie sein zu können. Aber gut, ich habe mir halt dann irgendwie Optionen überlegt. Ich habe oft mit meinen Eltern gefacetimed, telefoniert. Wir schreiben sowieso täglich auf WhatsApp. Das ist bei uns eigentlich immer am Start. Und
Ja, einfach man muss sich irgendwelche Dinge, Aktivitäten oder auch Sachen, die einem wirklich gut tun, suchen, damit man eben von diesem Stresslevel so ein bisschen runterfährt. Ja, jetzt habe ich euch mal noch ein bisschen mein Jahr 2020 in einer Kurzfassung zusammengefasst sozusagen. Also ich natürlich nicht jede Punkte, weil sonst wird dieses Video einfach eskalieren, aber einfach mal so ein bisschen in Kurzfassung, um euch auch zu zeigen, wie mein Stresslevel eigentlich so Ups und Downs hatte sozusagen. Also ja, ich bin ins neue Jahr gestartet, erstmal mit einem richtig schönen Kater, wie es halt sein soll, ne? Aber wir hatten echt ein cooles Silvester letztes Jahr eigentlich und ja, bin dann eigentlich ganz gut ins neue Jahr gestartet. Muss aber sagen, dass Anfang des Jahres mein Stresslevel echt relativ hoch war, weil ich Anfang des Jahres, also im Februar, habe ich meine Trainerlizenz gemacht und ich habe Anfang des Jahres war ich eigentlich schon selbst in Zwangsquarantäne, weil ich so viel gelernt habe. Also ich war wirklich gar nicht so viel draußen eigentlich, was super ärgerlich war dann natürlich, als ich meine Trainerlizenz gemacht habe und dann nicht mal richtig feiern konnte, weil dann war nämlich der erste Lockdown am Start. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil ich dann halt selbst nicht so viel anfangen konnte mit meiner Trainerlizenz. Ich konnte keine Personal Trainings geben oder was auch immer. Das war natürlich echt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber gut, immerhin hatte ich dann meine Trainerlizenz. Dann ist natürlich mein Stresslevel wieder etwas abgestiegen, weil ich dann zu meinen Eltern gefahren bin und zu Hause echt mal ein bisschen runterfahren konnte. Dann wurde Anfang des Jahres leider eine ziemlich große, geile Reise abgesagt, beziehungsweise habe ich die eigentlich selbst abgesagt, weil ich einen coolen Job hatte. In Hamburg war das und ja, habe mich eben dann dafür entschieden, was aber wirklich cool war. Also das hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Und dann kam eigentlich auch schon der erste Lockdown. Und mir wurden dieses Jahr, glaube ich, 4 oder 5 Reisen abgesagt, was mich wirklich sehr, sehr gelangweilt hat, muss ich gut auf gut Deutsch sagen. Weil Reisen nämlich auch für mich so ein Ding ist, was ich tatsächlich oft beruflich mache, aber sobald ich irgendwie raus bin aus meiner eigenen Wohnung beziehungsweise aus meinem normalen Arbeitsumfeld, kann ich total abschalten. Das ist halt schon krass. Das ist dieses Jahr wirklich weggefallen, was für mich schon ein bisschen sad war, aber gut. Ja, da kam dann eben der erste Lockdown. Wie gesagt, für mich war der gar nicht so schlimm, weil ich es eigentlich mal gefeiert habe, mal mehr zu Hause zu sein. Ich war schon immer zum Glück auch eine Person, ich konnte sehr gut mit mir selbst sein. Ich habe als Kind schon immer sehr viel selbst gespielt, also mit meinen Puppen und was weiß ich. Also ich habe gar nicht immer Leute um mich rum gebraucht. Das ist heutzutage auch so, worüber ich sehr glücklich bin, weil ich kann mit mir allein sein. Mir wird nie langweilig. Und ich sag mal so, von meinem Beruf her hat sich jetzt nicht so viel geändert, bis auf das, dass halt sowas wie Reisen und Events und sowas eben ausgefallen sind. Aber ich hatte irgendwie echt einen guten ersten Lockdown, muss ich ehrlich sagen. Ich war super viel mit meiner Julia, war ich draußen Sport machen. Wir durften ja in Berlin, war es eh relativ entspannt, der Lockdown. Wir durften viel rausgehen. Ich habe echt viel über mich gelernt, weil ich mehr irgendwie in mich gegangen bin, die ganze Sache eben auch mal mit mir selbst irgendwie ausgemacht habe und muss echt sagen, ich fand es gar nicht irgendwie so schlimm, muss ich sagen. Also auch da war ich eher diejenige, die irgendwie mein Umfeld so ein bisschen aufgebaut und aufgemuntert hat. Ich habe viel geschlafen, ich habe super viel Sport gemacht, ich habe aber auch echt viel gearbeitet. Ich habe den Lockdown halt total genutzt, die Zeit, in der ich jetzt keine Ausreden haben muss, um mal irgendwas abzusagen oder so, weil ich es einfach nicht schaffe zeitlich. Also ich fand den ersten Lockdown eigentlich echt entspannt, muss ich sagen. Das Einzige, was ich halt voll vermisst habe, war einfach so Zeit mit meiner Family. Aber gut. Dann war Lockdown Ende, dann konnte man ja auch wieder ein bisschen feiern gehen, zumindest halt hier so in die Bars rundherum. Und dann habe ich Mitte des Jahres auch jemanden kennengelernt, der auch in meinem Leben war. Ja, also ich habe das Ganze ja schon auch auf Social Media geteilt. Also haben das viele auch mitbekommen, dass da jemand in meinem Leben war, der mir ziemlich wichtig war und es war auch eine super schöne Zeit. War aber mit vielen Ups und Downs verbunden. Also ich werde dazu jetzt auch nichts zu Privates erzählen, weil das ist nämlich auch ein Ding, was ich wirklich gelernt habe. Ich werde nicht mehr so viel, also eigentlich teile ich nicht viel Privates auf meinem Instagram-Channel. Das habe ich aber geteilt, weil mir von Anfang an klar war, hey, voll cool, wir können vielleicht auch zusammen Sachen machen und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht gut ist, weil sehr viele Leute sich meinen, immer in gewisse Dinge einmischen zu müssen. Und auch das hat mich total unter Druck gesetzt. Deswegen werde ich sowas definitiv nicht mehr machen. Aber man lernt ja aus Fehlern. Und ja, das war eigentlich so Mitte des Jahres. Wie gesagt, da ist mein Stresslevel auch ständig hoch, runter und so weiter. Also das war ein ständiges Auf und Ab. Aber wie gesagt, dazu möchte ich eigentlich auch gar nicht zu viel Privates erzählen. Auf jeden Fall habe ich da viel Zeit eben auch da mit meinen Mädels noch verbracht. Wir waren
schon auch viel mal draußen. Wir haben es genossen, auch mal wieder essen gehen zu können und ja, einfach mal wieder rausgehen zu können. Dann war ich mit Julia an einem, also das war eigentlich mein einziger Urlaub dieses Jahr am Gardasee. War aber wirklich richtig cool, muss ich sagen. Also wir haben uns da 5 schöne Tage gemacht, haben wenig natürlich unternommen, weil da war es tatsächlich sehr voll am Gardasee, aber das fanden wir natürlich auch nicht so geil an einem See zu liegen, beziehungsweise an einem Strand, wo es einfach nur todesvoll war. Aber war ganz cool. Danach, und nee, davor war ich sogar, glaube ich, mit meinen Eltern noch an unserem Campingplatz. Den gibt es leider nicht mehr, aber das war für mich auch immer so ein Place, wo ich richtig abschalten konnte, weil da gab es nämlich auch kein WLAN und so. Also das war richtig geil. Genau. Dann danach, muss ich sagen, war jobmäßig irgendwie so ein kleiner Downer für mich. Also das Gute ist, ich habe im ersten Lockdown angefangen, als Social Media Managerin für ein Unternehmen zu arbeiten, was ich ziemlich cool fand, weil ich da dann eben auch mal nochmal so die andere Seite, nicht als Influencer, sondern da bin ich halt jetzt eher diejenige, die für Influencer zuständig ist und eben für Social Media. Habe ich im ersten Lockdown angefangen, muss aber sagen, dass dann so im Anfang des zweiten Lockdowns, beziehungsweise Mitte, Ende des Jahres jetzt, ein kleines Loch war, was Kooperationen anging, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich ja schon die Arbeit, die ich mache, eigentlich liebe. Da habe ich mir dann selbst auch sehr krassen Druck gemacht. Also meine Stresskurve ist natürlich wieder hochgegangen, weil ich habe halt super viele Fixkosten im Monat. Meine Wohnung hier ist eigentlich schon sehr teuer und das sind natürlich alles so Sachen, die man sich als Selbstständige natürlich schon auch immer alle, ja, überdenken muss, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich war super froh, dass ich meinen anderen Job dann eben noch hatte als Social Media Manager. Und ja, möchte im neuen Jahr tatsächlich auch mal ein bisschen anders an die Sache Kooperation rangehen, aber das werde ich euch auch ganz bald mal noch erzählen. Ja, wie gesagt, da bin ich dann selbst so ein bisschen auch in ein Loch gefallen, auch jetzt gerade Ende des Jahres, jetzt mit diesem zweiten Lockdown, mit diesem grauen Wetter draußen. Oh, ich muss schon sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich depressiv geworden bin, aber ich hatte schon so echt so kleine Downer zwischendurch. Ja, aber trotzdem habe ich immer versucht, positiv zu denken. Ich versuche wirklich immer mit meinem Mindset und mit meiner Willenskraft, das mag jetzt so ein bisschen Psycho klingen, aber wirklich gute Dinge an mich ranzuziehen. Sowohl Menschen als auch wirklich Sachen wie zum Beispiel Jobs oder sowas. Wenn ich merke, okay, es läuft gerade nicht so gut, ich versuche diese Sachen irgendwie mit meiner Willenskraft so ein bisschen an mich zu ziehen. Und muss auch sagen, dass ich jetzt Ende des Jahres so viele Jobs habe, wie gefühlt das ganze Jahr über nicht. Also es ist echt krass, es scheint zu funktionieren. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Man kann das ziemlich krass trainieren, dieses Mindset. Und es scheint auch was zu bringen, würde ich sagen. Dennoch muss ich sagen, dass mein Stresslevel gerade relativ hoch ist, weil ich gerade ja versuche, meinen YouTube-Channel, also nicht versuche, ich mache es gerade, versuchen tun wir nicht, wir werden es schaffen, meinen YouTube-Channel so ein bisschen auszubauen. Ich mache ja gerade sehr viele Workout-Videos, habe ja auch schon viele Workouts hochgeladen und das ist einfach scheiße viel Arbeit auf gut Deutsch. Das heißt, mein Stresslevel ist gerade ganz weit oben, aber bin trotzdem super happy, dass ich jetzt auch noch so coole Jobs habe, zum Beispiel jetzt eben diese Kampagne mit Fitbit, worüber ich super happy bin und das ist für mich. Klar, es ist irgendwie Arbeit, aber für mich ist es so eine Leidenschaft, Leute. Ich wache jeden Morgen auf und ich freue mich so sehr auf den Tag einfach, weil ich weiß, ich will das, das, das und das noch abarbeiten. Außer es geht um so Sachen wie Steuern und so, das mache ich nicht gerne, aber trotzdem an sich meine Arbeit. Ich liebe alles, was ich mache und deswegen ist das auch für mich immer so ein positives Stresslevel, muss ich sagen. Auch wenn mal mein Stressmanagement-Score bei Fitbit echt mega, mega low ist. Also je höher der ist, desto besser ist es übrigens. Und manchmal ist er halt echt nur so bei 65 oder so, was in meinem Fall dann echt auch schlecht ist, muss ich sagen. Aber es liegt dann auch oft daran, dass ich ein bisschen schlecht geschlafen habe, zum Beispiel, weil ich wieder meine Ideensammlung am Abend angefangen habe, solche Dinge eben. Aber ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall, weil ich nächste Woche zu meiner Family fahre. Ich werde ein bisschen vorweihnachtlich schon da sein, sage ich jetzt mal, damit ich ganz viel Zeit auch mit der Familie verbringen kann. Und da weiß ich auch, dass sich mein Stresslevel definitiv wieder rapide verbessern wird, also absteigen wird sozusagen, weil ich immer weiß, wenn ich zu Hause bin, da kann ich richtig gut abschalten mit meinen Eltern. Da kann ich auch wieder meinen Sport machen, meinen Yoga machen, da schlafe ich gut in meinem Bett zu Hause und ja, genau. Ah ja, dann wollte ich mal noch kurz sagen, in Bezug auf Sport habe ich dieses Jahr echt Gas gegeben, muss ich sagen. Ich habe halt super viel Bodyweight und HIIT-Workout gemacht, aber auch viel draußen.
Das möchte ich auch im nächsten Jahr so beibehalten, weil ich nämlich mittlerweile ein richtig gesundes Verhalten zum Sport habe, muss ich sagen. Das hatte ich tatsächlich nicht immer, aber ich höre mittlerweile so krass auf meinen Körper. Und wenn ich merke, okay, nee, ich bin heute einfach nicht fit, mir tut XY weh, ich fühle mich nicht gut, dann mache ich auch nichts. Dann höre ich so krass auf meinen Körper. Das hatte ich früher nicht. Da bin ich wirklich trotzdem immer ins Gym gerannt und habe sogar halt auch mit Gewichten trainiert und so. Das mache ich heute zum Glück nicht mehr, worüber ich wirklich sehr, sehr glücklich bin, muss ich sagen. Also das möchte ich auch auf jeden Fall im neuen Jahr so beibehalten, sowohl im Job als auch beim Sport, dass ich mich da absolut nicht reinstresse, sondern einfach alles entspannt angehe. Und ja, wie gesagt, versuche immer nur so das Positive anzuziehen und die Negativität einfach. Tschüss! Genau, dann in Bezug auf meinen Instagram-Channel beziehungsweise generell auf meinen Content, da möchte ich mich so ein bisschen mehr an Themen Sport, Health und Lifestyle fokussieren. Aber auch dazu kommt bald noch was, weil ich möchte euch nämlich auch noch so ein kleines Video machen, Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, in dem ich euch so ein bisschen meine Tipps und meine Ziele fürs neue Jahr dann verraten möchte. Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich habe sowieso jetzt schon viel zu lange geredet. Ich bitte euch, schaut euch jetzt noch diese Stress-Symphonie an. Ich finde das so, so schön. Das ist so toll geworden. Und ja, die Arbeit muss definitiv belohnt werden, indem ihr sie auch alle anschaut. Nee, ich finde es super cool. Also wie gesagt, das erste Mal, als ich die Stress-Symphonie gesehen habe, ich habe so eine Gänsehaut bekommen, weil man ganz vergessen hat, wie viel dieses Jahr eigentlich echt passiert ist. Und ja, auch das hat mich eben dazu gebracht, nochmal so eine kleine Review zu bilden über das Jahr 2020. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe auch so eine kleine Gratitude-List gemacht, in dem ich einfach nochmal aufgeschrieben habe, für was ich eigentlich dankbar bin, für was ich dankbar war 2020. Ich finde, das tut auch total gut, das Ende des Jahres auch nochmal zu machen. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß noch beim Video und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss! Thank you.